The exciting thing about G-Style's Roar for the Ocean collection is the fact that it retrieves and recycles ocean plastic. Then the ocean plastic is converted into a super yarn by Bionic, so it has higher durability properties. And then with this yarn we weave fabric, and then from the fabric we make denim. The interesting thing about it, or the unique thing about it, is the fact that it's a multi-stakeholder project that involves Parley for the Oceans as the NGO link, Pharrell Williams as the accelerator, Bionic Yarn as the component inside, and G-Star as the brand delivering the product to the high street. So you have a very interesting mix of activism, art, science and fashion. Alleine für die erste Kollektion wurden bis jetzt über 10 Tonnen des schädlichen Plastikmülls aus den Weltmeeren gefischt. Die Werbekampagne macht in der gesamten Kommunikation auf das Umweltproblem aufmerksam. Das Gesicht der Kampagne ist Superstar Pharrell Williams. Es geht darum, einen Schritt weiter zu gehen und Neues zu versuchen, sagt Pharrell über das Vorzeige-Upcycling-Modell. Das Thema Nachhaltigkeit wird so in neuer Form kommuniziert. Roar for the Oceans is an initiative to make the world's first denim out of recycled ocean plastic. Nominiert in der Kategorie Kommunikation G-Star Raw. Mit Fun Girl daneben machen wir darauf aufmerksam, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird. Das sehen wir besonders an den Mülleimern, wo die einen wegwerfen und die anderen wieder rausnehmen. Das sind jährlich so um die 172 Millionen Euro, die einfach im Müll landen und weg sind. Und dazu kommt, dass der Sinn von Pfand ja eigentlich die Ressourcenschonung ist. Jede Flasche, die daneben gestellt wird, jeder Aufkleber und jedes Plakat sind ein Zeichen der Solidarität. Außerdem werden sie den Menschen, die auf Pfandsammeln angewiesen sind, vorenthalten. Für die einen sind 8, 15 oder 25 Cent so wenig, dass sie es sich leisten können, ihre Dosen und Pfandflaschen in den Müll zu werfen. Für andere ist das Pfand so wertvoll, dass sie es dafür auf sich nehmen, im Müll zu wühlen. Und das ist nicht nur demütigend, sondern auch gefährlich. Und deshalb bitten wir Sie, werfen Sie Ihren Pfand nicht weg. Nominiert in der Kategorie Kommunikation, Pfand gehört daneben. Die Idee zur Kampagne des BMW 8 war, Filme zu generieren, die auf innovative und nie dagewesene Art und Weise die Themen Luxus und Nachhaltigkeit kombinieren. Auf die Art und Weise verankern wir das Thema Nachhaltigkeit im Kern unserer Marke BMW und wir erreichen neue Zielgruppen. Wenn man heute nach den Themen Nachhaltigkeit und Automobilität fragt, wird die Marke BMW unter den Premium-Herstellern immer ganz vorne mitgenannt. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Die drei Filme der Launch-Kampagne, ihrerseits sehr eigenständig in Szene gesetzt von Regisseur Gus Van Sant, der unter anderem für seine Filme Good Will Hunting und Milk für den Oscar nominiert war, sind eine Hommage an den technologischen Pioniergeist. Die Bildsprache zeigt die Schönheit und Kraft des BMW i8. Pur, wahrhaftig und intensiv. Die Wirkung der Kampagne ist umso größer und ikonischer. Die Kampagne erzählt die Entstehungsgeschichte des BMW i8. Eine Reise vom Unmöglichen zum Möglichen. Nominiert in der Kategorie Kommunikation BMW Group.